Willkommen zurück bei Baldur's Gate 3 Schattenherz. Der geht es nicht ganz so gut, aber dem Twitch-Chat geht es gut, denn grüßt gerade alle YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Und heute geht es weiter. Wir haben den Dungeon der Goblins komplett, ja, man könnte sagen, ausgelöscht, zerstört. Wir haben alle abgemetzelt und davon werden wir jetzt Halsin berichten, der uns ja diese Aufgabe quasi gegeben hat. Er war nicht ganz so glücklich darüber, dass wir das mit seinem Druidenhain auch gemacht haben, aber das war ja einfach auch nur missgeschickt. Das wollten wir gar nicht. Eventuell ist er jetzt wieder ein bisschen gnädiger gestimmt, wenn wir ihm jetzt sagen, dass wir es auch mit den Goblins gemacht haben. Halsin, wir haben hier alles ausgelöscht. The Ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. Die Anführer müssen sterben. Dank ihnen ist die natürliche Ordnung der Dinge in Gefahr. Alle Anführer sind tot. Der Hain ist gerettet. You did it. You actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Töten ist nie meine erste Wahl, sagt er, aber diese drei waren zu gefährlich, um sie am Leben zu halten. Die Priesterin Guts hatten wir schon vorher getötet, aber jetzt haben wir noch die Drow geholt und den Grottenschrat war das, glaube ich, die hier auch die Führerschaft hatten. Die Frage ist nur, was passiert jetzt hier mit den Goblins? Wenn wir gleich raustreten, werden die alle feindlich gesonnen sein oder sind sie jetzt aufgewühlt? Sind sie führerlos? Sind sie herrenlos? Wissen sie nicht, welche Pläne sie jetzt verfolgen sollen und sind dann eventuell friedlich? Vielleicht können wir sie in eine zivilisierte Zukunft führen. Ich würde es mir wirklich, wirklich wünschen. Ich habe meinen Teil getan. Nun erzählt mir von Mondaufgang. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Alles klar. Er ist abgehauen als Ratte. Okay. Also, er wollte uns jetzt nicht vom Mondaufgang erzählen, denn er will das nicht hier machen. Jetzt ist die große Frage, müssen wir jetzt hier durch den ganzen Dungeon zurücklaufen? Ich würde es tatsächlich machen wollen. Und uns nicht irgendwo mitten in den Tod reinbringen. Und wir haben natürlich auch die Aufgabe, dass wir zur Krippe müssen. Also wir müssen ganz schnell agieren, weil die Larve natürlich große Probleme gerade bereitet bei uns. Was macht er denn hier? Folterer, Zack und Speer, Grusch werden als Feinde angezeigt. Ich hoffe nicht, dass wir gleich mit allen befeindet sind, die draußen sind. Ach, hier ist auch der andere, der uns die Liebe gegeben hat. Und zwar die Liebe von Loviatar. Wo wir Boni bekommen, wenn wir nur noch 30% Lebenspunkte haben. Oh ja, hier sind viele Feinde wieder. Ach, das sind... Ah, okay, ich weiß, wer das ist. Das sind die Leute, die wir hier getroffen haben. Eigentlich will ich nicht mit denen kämpfen. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass wir eventuell die Möglichkeit haben, uns nicht mehr mit den Goblins anlegen zu müssen. Ob das klappt, ist die Frage. Ob das klappt, ist die Frage. Wie komme ich denn jetzt hier aus der Map raus? Also wie kann ich jetzt auf die andere Map schauen? Weiß ich gerade nicht. Ich würde mich einfach mal raus teleportieren. Hinter unser Spähauge. Wer ist das? Ist das die Ratte, die hier rumläuft? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie auf der Karte des Rumtreibers. Wir sehen, dass jemand da ist, aber er ist nicht da. Ratte? Hier war doch gerade Spähauge. Und nicht als Feind eingezeichnet. Na egal. Wir werden uns erstmal raus teleportieren.
weil ich möchte mich eigentlich nicht mit den Goblins anlegen. Wo gehen wir hin? Zerstörtes Dorf könnte uns schon mal einen Eindruck geben, ob die Goblins uns hassen. Wir gehen mal ins zerstörte Dorf. Das könnte uns wirklich schon mal den Ersteindruck geben, ob die jetzt alle feindlich gesinnt sind. Sind sie nicht! Also nur im Dungeon vielleicht. Ob das Dorf feindlich gesinnt ist, wissen wir nicht. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir hier im Goblin-Lager noch als Quest? Wir schauen uns das einmal kurz an. Da schauen wir mal kurz. Druidenhain, besiege die Goblins. Durch den Tod von Droraxlin sind die Goblins führungslos. Wir sollten den Tieflingen sagen, dass die Goblins keine Bedrohung mehr darstellen. Rede mit Saris. Räte den ersten Druiden. Wir haben Heisin geholfen, den Hain zu retten. Hoffentlich legt er den Konflikt zwischen Tiefling und Druiden bei. Wenn wir ihn dort treffen, werden wir sicher mehr erfahren. Das heißt, wir gehen zurück zum Druidenhain. Und dort haben wir dann die Sachen, glaube ich, abgeschlossen. Aber dann werden die wahrscheinlich einen Angriff führen auf die Goblins. Könnte ich mir vorstellen. Also hier ist das Goblin-Lager. Aber da werden wir jetzt erstmal nicht hingehen, weil ich habe Angst, dass sie eventuell böse gesonnen sind. Goblin-Geheimvorrat ist hier auch noch. Wir gehen mal zurück in den Smaragdhain. Und haben ja hier auch eine ganz gute Teleportationsmöglichkeit. Das ist schon mal gut. Dann löschen die Tieflinge die Goblins aus und wir looten alles, sagt Irbis. Das ist ein guter Plan. Der gefällt mir. Wir haben momentan nicht mehr so richtig viele Zauber da. Ich würde damit aber gerne so ein bisschen länger noch umherlaufen. Jedenfalls noch einen Kampf abwarten. Weil wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Uns wird immer gesagt, dass wir uns echt beeilen müssen, dass wir keine Zeit mehr haben. Und ich möchte wirklich nicht, dass wir hier in Probleme geraten. Heisin und der und die Saris sind hier drin. Dann gehen wir mal rein und sprechen mal mit denen. Da ist Saris. Okay, sehr cool. Und da ist Heisin. Dann sprechen wir mal mit Saris als erstes, würde ich sagen. Danach mit Heisin. Hallo, liebe Saris. Ich warte nochmal kurz, bis alle oben sind. Damit es gleich nicht irgendwie lächerlich aussieht im Hintergrund. Und schaut mal, die Ochsen sind hier nach vorne geholt worden. Und hier sind die ganzen Kisten. Die wollten jetzt doch abhauen, obwohl alle Druiden tot sind. Oder vielleicht, weil alle Druiden tot sind. Wir wollen sie sich mit 5 Mann retten. Das ist tatsächlich auch der Vorrat, den man braucht, um 5 Leute zu retten. Okay, interessant. Aber wir können ja sagen, dass das Problem mit den Goblins behoben ist. Saris. Ah, there you are. No, we haven't met. But I know your work. Came back to report some lunatic had cleared out the goblin leaders. Only to find Zevlord gone the same way. He was supposed to play chaperone with this lot, not me. But moaning won't make the road ahead shorter, I suppose. Here is faint thanks compared to what you've done for us. But it's all we have. Great big druid strolled in too. Housin, reckon he'll want a word with you. When you're done, my people will join your camp tonight. A farewell, if you'll have us. Die haben nicht viel und als Dank kommen sie heute Nacht in unser Camp. Was passiert da? Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sagen, gut, gehen wir. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was denn passiert. Ist dann Akt 1 abgeschlossen? Keine Ahnung. Wir haben noch richtig viel zu erledigen. Wir haben noch richtig, richtig viel zu erledigen. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Was da passiert. Wir könnten sagen, gut, gehen wir oder ich habe noch keine Zeit zum Feiern. Sagt ihr mal Bescheid, was ihr haben wollt. 1 der 2. Wenn es ein Fehler ist, 1 zu sagen, dann kann ich es zumindest auf euch abschieben. Das ist schon mal ganz gut. Stefan sagt, wir haben noch keine Zeit zum Feiern. Stefan ist natürlich der Disziplinierte, der sagt, nein, keine Zeit, wir müssen weiter nach vorne schauen. Wir müssen weiter den großen Taten auf den Spuren sein. Sefiko hingegen sagt, nein, nein,
Wir müssen uns auch mal ein bisschen zurücklehnen. Wir müssen uns auch mal ein wenig auf die Schultern klopfen und froh sein darüber, dass wir auch mal schöne Zeiten haben. Lockere Zeiten. Zeiten, in denen nicht alles so schwer fällt. Aber ihr seid eher für die zwei Irbis, Lord Zalorg. Aber Selfiko sagt ganz richtig, nichts würde über eine Orgie gehen. Aber wir sagen, erstmal haben wir noch keine Zeit zum Feiern. Später vielleicht. Right. Just let me know when you're ready. Okay, das heißt, wir können jederzeit Bescheid sagen, dass wir feiern können. Ich weiß nicht, was hier los ist, weil das hier scheint für mich ein wichtiger Teil von Akt 1 zu sein. Das mit den Flüchtlingen hier. Ich hätte Angst, ehrlich gesagt, dass wir dann sofort in Akt 2 kommen. Und schaut mal auf die Karte. Wir waren noch nicht bei Karlach, die wir jagen müssen mit Will. Wir waren noch nicht bei Tantchen Ethel. Noch nicht beim Goblin-Geheimvorrat. Goblin-Lager haben wir abgeschlossen, aber da könnte man eigentlich auch nochmal hin und gucken, wie die jetzt reagieren. Hier unten geht's auch noch irgendwie weiter. Also wir haben halt noch viel nicht gesehen. Deswegen, ich weiß halt nicht, wie wir Akt 1 abschließen, aber ich hätte halt Angst, dass es passieren könnte. Durch die eine oder andere Sache. Good to go. Was? Wir haben doch gerade gesprochen, Ceres. Was ist los mit dir? Ich habe noch keine Zeit zum Feiern. Just let me know when you're ready. Ja, wir haben gerade drüber geredet. Alles gut. Was ist denn los mit ihr? Die hängt ja auch hier oben. Firulvin rennt nicht mehr, sie geht nur noch. Schattenherz? Du kannst rennen. Achso, weil wir überladen sind. Ah, okay, verstehe. Woran liegt es, dass wir überladen sind? Hat sie uns was gegeben? Ein Flickensack hat sie uns gegeben. Mit Vapiras Krone! Der Träger hält 1 bis 6 Trefferpunkte zurück, wenn er jemand anderen heilt. Oh mein Gott. Das ist doch für Schattenherz ideal. Das gebe ich direkt rüber zu Schattenherz. Ein Knüppel. Oh, danke. Malachit. Ein Heiltrank und 59 Gold. Ja, okay. Aber die Krone ist doch genial. Das haben wir sicherlich gerade bekommen als Belohnung. Schattenherz. Du hast hier natürlich gerade die mittlere Rüstung, die mir auch sehr gut gefällt. Aber du bekommst selber Trefferpunkte, wenn du jemand anderes heilst. Wie episch ist das denn? Und ich muss sagen, da steht ihr auch, oder? Was meint ihr? Wir machen das natürlich, dass es bei Dialogen ausgeblendet ist. Was meint ihr? Das ist doch... Das sieht doch richtig cool aus, gerade mit dieser Rüstung, die sie anhat. Das passt ja perfekt. Wer bekommt denn jetzt den Helm? Lazy vielleicht? Du hast den schon auf. Das Problem, wenn man mal eine Zeit lang nicht aufgenommen hat, man weiß nicht mehr alles hundertprozentig. Und ich glaube, Will kann keine mittlere Rüstung tragen. Das ist, glaube ich, das Problem bei Will. Ja, da ist er ungeübt. Ja, dann können wir damit gerade nichts machen. Aber dieser Helm ist ja so genial. Firulvin, du musst noch ein bisschen kramlos werden. Und da gucken wir mal ganz kurz, wem wir das geben können. Heiltränke haben alle ein paar, das finde ich gut. Dann geben wir hier mal so ein bisschen Bogenkram noch an Lazil ab. Und hier noch so ein ja, Knüppel und all so ein Kram. Noch ein Schattenherz und dann haben wir wieder ein bisschen was, was wir looten können. Das sollte dann eigentlich... Das sollte dann eigentlich funktionieren. So ein paar Sachen. Wir brauchen eigentlich, und das wäre wirklich ziemlich cool, wenn wir das bald mal wieder hätten. Wir bräuchten eigentlich bald mal wieder einen Händler. Wir haben so viel Müll dabei. Das würde ich ganz gern mal wieder weghaben. Na gut. Dann sprechen wir mal mit Halsin. With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. Ohne ihre Anführer werden sie den Hai nicht angreifen. Ich stehe in eurer Schuld, meine Liebe. Und mein Problem? Ich muss zu den Türmen des Mondaufgangs. Soon. First, I must set matters to rights in the grove.
and you should celebrate your victory. After being dormant for so long, your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Halsin sagt, entgegen aller anderen Leute, dass wir gar keinen Stress haben sollen. Es haben sich ja keine Symptome gezeigt, die werden sich schon nicht über Nacht zeigen. Wir sollen jetzt erstmal unseren Sieg feiern und dann morgen mit ihm über die weiteren Schritte sprechen. Klingt für mich danach, dass Akt 1 vorbei wäre. Deswegen würde ich das gerne ein bisschen nach hinten stellen. Aber wir könnten auch sagen, keine Verzögerung mehr. Sagt mir, was ihr über den Weg nach Mondaufgang wisst. Wir könnten aber auch fragen, was passiert jetzt mit der 2? Ich glaube, 1 beendet Akt 1. Ich habe da so ein Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich bin null gespoilert. Aber ich habe da ein Gefühl irgendwie. Man kennt ja auch andere Spiele und hat da schon eine Erfahrung gemacht, wann so ein Spiel enden kann. Erst saufen, dann sorgen, fragt Iris. Ja, also ich bin nicht da, ich habe nichts dagegen, dass wir feiern gehen. Werden wir sicherlich auch noch machen, aber wahrscheinlich dann eher später, wenn wir alle anderen Sachen abgeschlossen haben. Okay, ihr seid auch für die 2 erstmal fragen, was passiert jetzt. Und das mit dem Feiern gehen machen wir später. Vielleicht beendet das auch gar nicht Akt 1. Aber wenn es das tut, dann wäre es blöd, wenn wir die anderen Sachen nicht gemacht haben. Dann fragen wir jetzt, was passiert denn jetzt eigentlich? The journey to Moonrise Towers and all the dangers that that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Okay, Morgan ist an unserer Seite. Dann haben wir den Halsin-Questpfad komplett abgeschlossen, glaube ich. Also Hauptquest klar. Haben wir jetzt hier noch Rufe Tantchen Ethel um Hilfe, rette den Druiden Halsin. Das haben wir erstmal abgeschlossen. Wir müssen noch die Githyanki-Krippe finden. Das ist noch ein wichtiges Ding. Dann haben wir hier noch Akzeptiere dein Potenzial. Das machen wir durchgehend, indem wir die Parasiten absorbieren, die wir finden. Entdecke die Geheimnisse des Artefakts. Von Schattenherz. Da sind wir auch dran, indem wir Schattenherz Herz erobern. Rette die Flüchtlinge. Ist auch gerade erstmal pausiert. Besiege die Goblins. Ist auch erstmal pausiert. Guck mal, das haben wir alles hier schon mal fertig gemacht. Das heißt, wir werden jetzt die anderen Dinge tun, die wir noch offen haben. Das bedeutet, das sind mehrere Dinge. Einerseits mit Will Karlach jagen und andererseits zu Tantchen Ethel gehen. Und das dürft ihr gerne mal sagen. Wo wollen wir zuerst hin? Zu Karlach oder zu Tantchen Ethel? 1 oder 2? Könnt ihr gerne mal schreiben in den Chat. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Währenddessen, ich meine, wir müssen ja jetzt hier nicht mehr abhauen. Looten wir nochmal ganz kurz. Alles, was hier drin ist. Ich meine, wir haben ja letztes Mal eh eine Modenschau gemacht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Kleidung und so finden. Verrotteten Käse könnt ihr behalten. Ich habe immer noch Angst, dass das überspringen kann. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn das Spiel so wäre, dass wenn man vergammelte Nahrung zu lange drin hat, dass es dann tatsächlich überspringen kann auf die andere Nahrung. Also jetzt nicht sofort, aber wenn man jetzt sagt, so 2 Nächte liegt das nebeneinander im Beutel. Oh. I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. Loken, jetzt habe ich kurz im Chat gelesen und Schattenherz übersetzen wollen. Schattenherz lächelt immer wieder und es liegt an uns, sagt sie. Ihr und ich. Zwischen uns gibt es etwas Besonderes. Wir wollen darüber reden. Very serious of you. But go ahead. Das klingt ja feierlich, aber nur zu. Wie geht es euch? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justiciar. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side after all. Schattenherz ist richtig verknallt in uns. Sie sagt,
dass sie jetzt sogar am Zweifeln ist, ob sie wirklich dunkle Justiziarin werden möchte, denn sie ist ja bereits durch uns gesegnet. Guckt mal. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Fine. What's on your mind? Was haltet ihr davon, was aus dem Druiden ein geworden ist? I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Schattenherz sagt, die Leute sind bestimmt glücklich darüber. Sind bestimmt richtig, richtig glücklich darüber, dass wir sie gerettet haben. Ich find's auch genial. Schattenherz, wir haben wirklich was Gutes getan. Und wie bewähren wir uns denn deiner Meinung nach? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together. And it seems we have plenty in common. Sehr, sehr schön. Schattenherz mag uns. Was mich die ganze Zeit so ein bisschen triggert, ist, dass Layseel ihren Helm auf hat in Dialogen. Das darf nicht sein. Die muss ihn auch ausblenden. Weil der Helm sieht halt auch wirklich nicht hübsch aus, muss man sagen. Das ist kein hübscher Helm. Ist ein guter Helm, aber kein hübscher Helm. Stefan sagt, zum Glück waren wir da für den Druidenhain. Ja, absolut, absolut. Ich guck mal ganz kurz, was ihr gesagt habt zu der Karlach Tantchen Ethel Sache. Also, Serfiko für Karlach, Stefan für Tantchen Ethel, Dan für Karlach, Irbis für Karlach, Loken dafür Tantchen Ethel. Das heißt, 3-2, wenn ich das richtig sehe. Dann geht's zu Karlach. Okay, dann machen wir das. Nachdem wir gelootet haben, ihr wisst, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich kann nicht aus meiner Haut. Und hier sind ja auch wirklich gute Sachen drin. Was ist denn los hier? Sind ja wirklich gute Sachen drin. Wir bräuchten nur langsam mal einen Händler. Also wir hätten ja eventuell einen Händler im Goblin-Lager. Aber wir wissen nicht, wie die auf uns reagieren. Das Dorf war friedlich. Wir wissen nicht, wie das Lager auf uns reagiert. Hier sind Kinder. Haben wir mit denen schon geredet? Ja, mit einem auf jeden Fall. Hallo Doni. Er ist gesprächig. I left my sword in the cave. Don't tell, but I don't want to touch it again. It's all right. Don't tell anyone. But I was afraid too. Sehr, sehr süß von Will. Ida. I'm glad you killed all the goblins. I hope you made them scared. Naja, wir haben das heroisch getan. Zaki. No, it smells bad out here. I want to go home. Dan sagt, der Händler, der liegt tot. Da hinten. Da hat er sogar recht. Verdammt. Oh Mann, oh Mann. Hey, dich kennen wir noch nicht. Gunn, hi. I hate you. You killed all the goblins and now we can't practice swords anymore. What to do? Alles klar. Der mag es nicht, dass wir die Goblins getötet haben. Gibt Schlimmeres. Wie viele Kinder auf einmal hier sind. Ich meine, die Kinder haben wir schon gerettet in gewisser Weise. Aber kann eine Gruppe nur aus Kindern überleben, ist die Frage. Naja, wir sprechen die natürlich nochmal alle an. Ich glaube, die sind alle nicht so gesprächig, aber wir nehmen das mal mit. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Solange wir beide das Tor noch nicht betreten haben, bleibt ihr wachsam. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Sie sagt eventuell, oh, sie kann handeln. Eventuell kann sie unseren Baldur's Tor gebrauchen, das kleine Kind. Sie kann handeln. Sie kann handeln. Ja, bitte. Ich hoffe, du bist ein reiches Kind. Ich hoffe, du hast reiche Eltern. Geht so. Aber nicht so schlimm. Wir können mal den ganzen Quatsch hier an Schwertern. Und also in diesen ganzen Quatsch hier können wir mal loswerden. Also die Herbstkrokus und so behalten wir natürlich. Auch die Spinnenlira behalten wir mal. Drow Lederhandschuhe. All dieser Quatsch hier, den brauchen wir nicht. Polsterte Rüstung. Das hier wird alles verkauft.
Also, hier angefangen bei den Sachen, kommt alles rüber. Den Hut nicht. Ja, so stylische Sachen sollten wir vielleicht im Lager sammeln. Wir hatten ja viel Spaß mit der Modenschau, dann machen wir das mal. Streitkolben gegen Gift, Trank des Schlafs. Das behalten wir. Infernalisches Eisen. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber es sieht so aus, als wenn wir es vielleicht wirklich noch gebrauchen können. Deswegen behalte ich das mal. Und dann hat er noch 171 Gold. Ja, dafür können wir ihm verkaufen. Ein paar Handtücher. Ein paar Hammer. Wie du dich bewegst im Outfit. Was haben wir hier? Deine Axt ist kaputt. Fluch des Vampirs, können wir alles verkaufen. Angelaufenes Medaillon, Amethystring, Rubinring, Rubinring, Silberring. Und dann hier die ganzen Waffen. Und jetzt hat er kein Gold mehr. Okay. Zumindest haben wir ein bisschen was loswerden können. Nicht viel, aber ein bisschen was. Was hat er denn anzubieten eigentlich? Nicht viel. Nicht viel. Okay. Try not to die up there. Vielen Dank, Kind. Right. All of our Melia. Don't know why everyone's cheering. We're just going back on the road. Und Sefi. Mattis says we should say thank you. Nö, du brauchst nicht Danke sagen. Wir haben gerne euer Dorf ausgerottet. Mattis. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Okay, wenn er erstmal das Sagen im Baldur's Tor hat, dann ist Schluss mit den Rabatten. Alles klar, hier oben sind noch welche. Guck mal, da ist Lacrissa. Hätte ich doch vorhin im Chat gesehen. Hallo, Pandirna. I'd have put good coin on you running off into the sunset. But you did it. You stopped the goblins. Thank you. Es ist ja gerade wirklich eine Lobeshymne, die bei uns hinaufkommt. Wir haben das gar nicht verdient, aber ich nehme das gerne an. We did it. With the goblins dead, we might actually make it to Baldur's Gate. Alles klar. Er wäre stolz auf dich. Aber warum liegt er denn da? Wer hat ihn denn ausgegraben? Macht man ja nicht. Und Arka. You killed the goblins. Hope you made them suffer. Ja, einige davon haben wirklich gelitten. Aber das war's, glaube ich. Das war's, glaube ich. Okay, super. Jetzt ist die Frage, ihr wolltet zu Karlach. Müssen wir hier rum? Ja, das können wir zu Fuß machen. Müssen wir hier runter und dann geht es zu Karlach. Sehr schön. Dann haben wir tatsächlich einen Plan, was wir jetzt machen. Sehr, sehr schön. Bitte töte sie nicht wieder, TA. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Erst handeln, dann umhauen und looten, sagt er das. Absolut. Das habe ich einst von Warcraft 3 gelernt. Als Artus das erste Mal auf eine Abomination getroffen ist, waren seine Worte erst töten, dann fragen. Hier geht es doch zu Karlach, oder? Ja, entweder hier oder hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, schaut mal.